Hallo Freunde, da ist er wieder, euer Freizeitsnacker und heute mit dem Thema Dr. Oetker Kirschgrütze, herrlich fruchtig, mit köstlichen Kirschen für einen tollen, einen vollen fruchtigen Geschmack. Da bin ich schon mal gespannt, ob da alle, da sind Kirschen drin, jetzt zieh euch das mal rein. Ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt. Ich habe schon die Jubiläumsgrütze mit Kirschen von Dr. Oetker gegessen. Aber ich bin ja schon ein bisschen gespoilert, muss ich ehrlich sagen. Mal gucken, hier müssten eigentlich wieder 100, 160 Gramm sein. Ja. Und ja, das ist die Jubiläumsgrütze. Lade ich aber einen Tag später hoch. Also könnt ihr schon mal auf morgen freuen. Und ja, wir machen das jetzt mal auf hier. Alter, Scheiße. Boah, das ist ganz schön hart, ne? Ganz schön hartnäckig hier. Also da. Okay, das ist komisch, weil die Vanille, achso, das ist hier mit Vanillecreme, das ist keine Vanillesoße, aber für mich ist das hier eher Vanillepudding so, weil das verwirrt mich jetzt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das rieche. Soll ich jetzt die Kirschen auf die Vanille kippen oder die Vanille auf die Kirschen? Guck mal, die sind halt beide, das sogar fast größer, würde ich sagen, mal hinten drauf gucken, ob das hier irgendwo steht, ja. Beide ist 80 Gramm. Okay, das ist ein bisschen komisch. Also, sonst ist ja immer hier 130 Gramm oder 126 oder so und dann halt so, weiß ich nicht, 20% Vanille, aber boah, ich mach das. Geht das? Das geht überhaupt nicht. Oh, scheiße! Ja, nee, mach ich mal hier wieder zurück. Dann kippe ich das mal so da rein irgendwie. Ja, ich check halt hier nicht, wie man das essen soll. Ne, das ist schon mal schlecht gemacht. Ja, ich nehme einfach mal so hier einen Löffel und nehme dann da so einen Löffel mit einer Kirsche raus. Ich hoffe, das erkennt man hier alles gut. Dann kann ich die Sachen nochmal einzeln probieren, alle. Zusammen überwiegt echt die Vanille, der Vanillepudding. Mal einzeln die Kirsche testen. Yeah. Ja, das hat echt einen intensiven Geschmack. Aber die Kirsche, die neutralisiert das irgendwie ein bisschen hier. Nicht die Kirsche, die Vanille. Ja, die ist echt, also wirklich, ne? Die Reaktion hier zusammen, das ist echt hier viel zu viel Vanille und ja. Aber morgen zeige ich euch mal eine bessere Alternative zu dem Kirschgrütze hier. Da könnt ihr euch schon mal freuen drauf und ja, bis zum nächsten Mal, euer Freizeitsnacker. Ciao.